Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Room 4 All Things. Wir machen direkt weiter. So, den Garten haben wir abgeschlossen. Wir müssen hier hoch in den Tower. Wir müssen das Holzpüppchen da hinstellen. So, und dann gucken wir erstmal hier rein, was hier drin ist. Ein Käferle. Okay. Da wissen wir ja auch ungefähr, wo der hinkommt. Wo war... Da. Der Käfer kommt hier rein. Dann halt da oben. Ist mir auch egal. Nein, dann müssen wir unten das Ding erstmal aufklappen. Wenn das überhaupt aufgeht. Ja, oder wir machen die Flügel auf. Und jetzt ist das offen. Nice. Flatter, 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 flatter. Okay. Okay. Sag mal, kommst du nicht noch weit? Du kommst nicht weiter vor, ne? Doch, jetzt. Nein, da wollte ich nicht rein. Ich wollte zu dem Drachen. So, dann gehen wir hier rein. Ah, stopp, den muss ich erstmal das Maul aufmachen. Der hat dort gar nichts. Lol, okay. Ja. Lol. Nein, ich will zum Drachenkopf. So, aber jetzt. So. So. Und so. Sag mal. Einmal wieder hier hoch. Das Teil da drauf.
Das kommt jetzt bestimmt dahin. Hallo? Doch, das müsste eigentlich jetzt hier drauf kommen. Oder auch nicht. Und das müsste jetzt diese Form hier oben haben. Jo. Das Maul ist offen von denen, okay. So, wieder da rein. Und so. Jetzt müssen wir das nur noch in die perfekte Höhe bringen. So. Ja, nicht nur in die perfekte Höhe bringen, wir möchten vielleicht auch einen Weg dahin bringen, machen, bauen, tun. Nee, an den Kopf wollte ich jetzt nicht an. Ich will eigentlich daran, das kann man doch ausziehen. Oder muss ich hier noch irgendwas machen? Ja. Jetzt kann man ins Loch rein. Und wir haben die Dachspitze gleich irgendwie. So, Nummer 1. Nummer 2. Und wieder hier oben hin. So, jetzt müsste die Rückseite... Oh, die Rückseite aufgehen? Oder auch nicht? Sag mal, wie groß ist denn das... der Turm, Alter? Okay. Was? Muss ich jetzt hier machen? Okay.
Sag mal. Oh, das ist richtig. Das ist richtig. Na. So. 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 Fragt mich bitte nicht, was ich hier mache. Na, du musst schon nach oben gucken, sonst geht das nicht. Alles richtig? Nee, bloß die Weißen. Vom Vogelhaus zur Windmühle. Das geht so, so bis hierhin. Dann muss das nach unten. Das nach oben. Das, das, das. Die leuchten alle rot. Okay. Vogelhaus geht da und dahin. Das geht dann zu denen. Die gehen runter. Die gehen zu denen. Die leuchten rot. Das geht dann zu dem hier. Aber wie ist das richtig? Muss das vielleicht so? Ah! Und wir haben das japanische Zimmer abgeschlossen. Japanische Galerie abgeschlossen. Wir machen direkt weiter. So, jetzt gucken wir erstmal hier rein. Ah, okay, wir haben jetzt das Fenster, was wo dieses Holzpüppchen drauf gucken tut. Und zwar das hier drüben.
Wo ist denn das Holzpüppchen? Dorte. Das müsste doch jetzt eigentlich richtig sein, ne? So müsste das jetzt richtig stehen. Genau, jetzt muss man nur noch das Ding drehen. Blau, blau, gelb, gelb. Okay, das scheint wohl nicht richtig zu sein. So hier? Nein. So hier? Nein. Aber so hier. Sag mal, willst du mich verkackeimern? Okay, Spitze nach unten, Spitze da nach oben. Gelbe Spitze hoch, blaue Spitze runter. So, so. So und so. Aber ist das immer noch... Hä, da passiert aber nichts. Jetzt ist das Bild lila, wow. Ja. Haben wir gemacht. Und jetzt? Okay. Ah, da ist ein Schlüssel aufgetaucht. Ein Schlüssel mit einem Schwan-Symbol. Der passt doch bestimmt hier. Wer hätte es gedacht? Ist auf jeden Fall unser Artefakt. So, damit haben wir den Tower auch abgeschlossen. Studio abgeschlossen. Das ging aber recht zügig, muss ich sagen.
Hälfte eines Familienwappens. Wo könnte man das anbringen? Keine Ahnung. So. Der Dachboden. Was ist das hier? Abigail, wenn du dich versteckt hast, zeig dich. Wenn wir zusammen sind, gibt es vielleicht noch Hoffnung. Nie wieder will ich dich bedrohen. Ich fühle mich nun besser. Ich sehe klar. Boah, bedrohst Frauen. Das Haus ist... Was? Das Haus ist nicht es selbst. Ich hinterlasse eine Spur aus Notizen, aber sie sind keine große Hilfe. Manchmal fällt mir eine in die Hände, von der ich schwören könnte, dass ich sie noch schreiben muss. Wenn du mich siehst, sag mir, dass ich aufhören und mich ausruhen soll. Du warst immer diejenige, die mir sagte, dass ich mich ausruhen soll. Edward. Alles klar. So. Irgendwas kann man hier machen. Nur was? Zwei so eine Böppel. Irgendwie kann ich da aber nichts machen. Warum ist die Frau verschwunden? Wir wollen ja da hoch zur Frau. Na, drehst du dich jetzt mal? Ja, wir sind bei der Frau angekommen, das sehe ich schon. Da war sie wieder weg.
Was ist mit dem Dachboden? Wo ist die Frau jetzt? Da oben bei diesem blauen Teil. Nee, hä? Hä, wo ist denn jetzt die Frau hin? Okay, wir müssen erstmal dahin. Da? Es ist gerade sehr, sehr laut in Game. Hä? Nein! Jetzt sind wir gerade im Arbeitszimmer. Hey, jetzt sind wir wieder hier! Ich verstehe das gerade nicht so wirklich.
verstehe das Prinzip hier gerade nicht so richtig. So, jetzt bin ich wieder über dem Portal, wo die Frau ist. So, und jetzt gehen wir richtig nach unten. So, und jetzt wollen wir zur Frau. Jetzt ist der Dachboden hier bei uns wieder ganz normal. Hä? Muss ich das verstehen? So, das erste Wappen ist drinne. Aber uns fehlt noch eins. Das ist das andere. Den Brief lese ich jetzt mal nicht. Das Null-Element. So, das war's mit Room 4 Old Sins. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.